Ja, ich habe heute was gemalt, aber ihr könnt ja mal vermuten, was ich gemalt habe. Aber eigentlich geht es heute nicht ums Malen an sich, es geht um Kunst. Und zwar um Kunst wie so ein Bild hier und wie man so einen Bilderrahmen, der dazugehört, schöner machen kann. Und zwar mit sogenannter String Art. String, das steht für Faden, das kommt aus dem Englischen. Und aus diesem Faden hier machen wir ziemlich coole Sachen heute. Und wie immer machen wir das Ganze Schritt für Schritt. Und wir fangen an mit den Materialien, also los geht's! Heute haben wir tatsächlich ziemlich easy Materialien, also wir brauchen einfach so ein bisschen Wolle, wir brauchen Kreppband, wir brauchen so Nägel, das sind jetzt 1,6 mm Nägel, also relativ kleine. Wir brauchen natürlich einen Bilderrahmen, den wir verschönern wollen. Ja, dann brauchen wir noch einen Hammer, einen Stift, einen Bohrer, einen sehr kleinen Bohrer, das ist jetzt 1,5 mm, also 0,1 mm kleiner als die Nägel und einen Zollstock. Und das war's eigentlich. So, los geht's mit Schritt Nummer 1. Wir machen uns mal ganz kurz ein bisschen Platz hier. Und als allererstes müssen wir mit dem Kreppband einmal hier auf unserem Bilderrahmen kleben. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum muss das denn unbedingt Kreppband sein? Kreppband hat die wunderbare Eigenschaft, dass es sehr leicht nachher wieder abgeht. Und außerdem kann man da gut drauf zeichnen. Nice. So. Und hier kleben wir jetzt einfach einmal die lange und die kurze Seite fest. Im nächsten Schritt kommt dann unser Bleistift zum Einsatz. Das muss übrigens nicht so ein fancy Bleistift sein, ihr könnt auch einfach einen aus eurem Mäppchen nehmen. Und hier hinten, bei meinem Bilderrahmen ist das jetzt so, dass der auf einer Seite ein bisschen dicker ist. Und jetzt müssen wir diese dicke Seite uns einmal markieren, dass wir da auch bohren. Und da gibt es jetzt einen coolen Hack. Und zwar, wenn ihr mal eine gerade Linie zeichnen müsst, die einigermaßen gerade ist, die muss jetzt nicht perfekt sein, dann könnt ihr einfach mit dem Bleistift hier dran gehen und mit dem zweiten Finger, also mit dem Finger hier unten, so ein bisschen Abstand halten. Und dann könnt ihr nämlich einfach hier einmal lang gehen, habt eine gerade Linie und wisst jetzt, wo ihr bohren müsst. Also das mache ich jetzt einmal auf beiden Seiten. Zack. Und hier auf diesen beiden Linien werde ich jetzt bohren. Ihr nehmt jetzt den Zollstock, legt den hier an und alle 2 cm machen wir so einen kleinen Strich, dass wir da gleich bohren. Ja. Zack. Und jetzt gehen wir auf der langen Seite hin und da machen wir die gleiche Anzahl an Löchern, auch wieder in 2 cm Abstand. Das heißt, also hier 1, 2, 3, 4, 5, 11 Mal müssen wir das jetzt machen. So, jetzt haben wir unsere Markierung gemacht und jetzt bohren wir einmal die Löcher. Also, zack, ganz wichtig hier die Ecke nicht reinbohren, da brauchen wir keinen Nagel. Okay. Letztes Loch. So, jetzt haben wir einmal alles vorgebohrt und ihr fragt euch vielleicht, warum bohre ich vor? Ich kann das doch einfach reinnageln. Ja, bei so einem Bilderrahmen ist halt das Besondere, dass der relativ schnell kaputt geht, wenn ich da einfach so einen Nagel reinhaue. Deswegen haben wir das halt mit ein bisschen kleineren Bohrer vorgebohrt. Wenn ihr das jetzt einfach auf dem Brett macht, dann wäre das nicht nötig. Aber wir wollen ja einen Bilderrahmen verschönern, deswegen machen wir das so. Und jetzt kann das Kreppband ab. So, ich habe den Nagel im Wollhaufen gefunden. Meine Wortwitze werden einfach immer besser, ich freue mich. Gut, und diese Nägel, die machen wir jetzt in unseren Bilderrahmen rein. Und tatsächlich durch diese Löcher kann man die da schon ziemlich gut so reinstecken. Wenn ihr ein bisschen mit dem Hammer noch nachhelft, dann halten die auch richtig gut drin. Aber ganz wichtig, nicht durchhämmern, weil die müssen hier rausgucken, damit wir da gleich noch unsere Wolle dran machen können. Also so ungefähr so ein Fingerbreit sollen die da noch rausschauen. So, und das mache ich jetzt einmal mit allen Löchern, also ganz viele Nägel reinschlagen. Machen jetzt mal so einen kleinen Weltrekord. Stecken einfach ganz viele Nägel da drauf. Dann schlage ich die in wenigen Sekunden da rein. Gut. Ich bin bereit mit dem Hammer. Ich werde den Nagel auf den Kopf treffen. Und zwar ganz, ganz schnell. Kennt ihr noch Wetten, dass? Es ist gerade so ein bisschen für mich so ein Wetten, dass Moment. Jakob B. aus K. wettet, dass er 10 Nägel in weniger als einer Minute reinkloppen kann. Eine sehr spannende Wette. Okay, und los geht's. Und stopp! Könnt ihr mal einblenden, wie viel ich gebraucht habe. Und dann könnt ihr schauen, ob ihr schneller seid als ich.
Aber jetzt ist schon mal der Großteil von unserem Kunstwerk fertig. So, jetzt kommen wir zum wichtigsten Part bei der Stringart und das ist natürlich die Wolle, also die Schnur. Und dafür knoten wir die erstmal hier am äußersten Nagel fest. Wir nehmen einen ganz normalen Knoten. Ich könnte natürlich jetzt auch was total Abgefahrenes machen, weil ich mal gesegelt bin. Genau, zweimal in meinem Leben. Einmal davon bin ich gekentert. Aber es reicht wirklich ein total normaler Knoten. So, jetzt gehen wir mit dem Faden hier einmal lang, außen an dem Nagel rum, sodass wir hier einfach zurückgehen können. Hier wieder zum zweiten Nagel diesmal. Hier einmal außen rum. Und jetzt zum zweiten Nagel. Und das machen wir jetzt immer hin und her. Und ihr seht schon, da kommt relativ schnell ein ziemlich schönes Muster zustande. Und ihr könnt ja natürlich total kreativ werden, das ist das Coole daran. Also ihr könnt unterschiedliche Wolle nehmen, ihr könnt ein unterschiedliches Muster nehmen, ihr könnt ja auch irgendwie was ganz Verrücktes machen und hier einmal so kreuz und quer was drüber machen. Aber das hier gefällt mir besonders gut, weil wir, das werdet ihr gleich sehen, hier so eine kleine Rundung reinkriegen. Das ist so ein bisschen wie so eine Halbkugel, die wir jetzt mit Wolle uns hier basteln. Und das Coole ist einfach, das ist so schnell und einfach gemacht, also wirklich perfekt, um zu Hause das Zimmer schöner zu machen oder auch zum Verschenken, eine schöne Erinnerung. Kann ich euch sehr empfehlen. So. Ja. Guckt mal hier. Das sieht doch schon total cool aus, oder? So diese Rundung. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich liebe es einfach, wenn Dinge so simpel sind, aber dann noch cool aussehen. Und die Leute wissen ja nicht, wie simpel es ist. Es sieht immer so ein bisschen tricky aus, aber es ist gar nicht tricky. So. Bin auch schon fast fertig. So, jetzt bin ich hier beim letzten Nagel angekommen. Hier muss ich natürlich einen Knoten wieder reinmachen. Da ist jetzt wichtig, dass ich das schön festziehe. Ich mache mal hier meine Wolle kurz ab. Ich habe jetzt ein bisschen mehr abgemacht. Wir werden das gleich natürlich noch begradigen, sodass da nicht so viel übersteht. Also hier wieder einen Knoten machen. Gut festziehen. Zack. Fertig ist unsere Stringart. Jetzt hier noch schön die Enden abmachen, sodass das da nicht so viel überschaut. So. Zack. Und jetzt können wir unser Bild hier reinmachen und fertig ist unsere Stringart. Und wie gesagt, also diese Rundung ist so einfach krass. Obwohl wir es einfach mit so geraden Wollfäden gemacht haben, sieht das aus, als wäre hier so ein Bogen drin. Ziemlich, ziemlich schick. Ihr könnt das ganz, ganz einfach nachmachen und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr es gemacht habt. Aber ihr könnt das, könnt total kreativ werden. Ihr könnt irgendwie ein Bild ausdrucken und das als Vorlage nehmen. Dann könnt ihr irgendwie so einen Baum nachmachen mit Stringart. Und ihr müsst natürlich auch nicht pinke Wolle nehmen. Ihr könnt einfach alle möglichen Farben verwenden. Also da ist wirklich der Kreativität keine Grenze gesetzt. Und man hat eine ziemlich coole Geschenkidee oder eine ziemlich schöne Verschönerung vom Zimmer oder sowas. Also sehr, sehr coole Geschichte. Hier mache ich jetzt noch ein Bild rein und dann ist das Ganze fertig. Ich hab da mal was vorbereitet. Sind die beiden nicht schön? Gut, der Kameramann hat mich gefragt, warum ich da nicht mit drauf bin. Tatsächlich gab es irgendwie kein schönes Bild von uns dreien. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich meine, die beiden sind ja die wirklichen Stars. Deswegen finde ich, passt das sehr gut, dass ich ein Bild von denen nehme. Zack! Fertig ist das Ganze und das sieht doch total cool aus. Und das Beste ist einfach, wenn ihr euch ein Bild raussucht, wo diese Rundung auch so ein bisschen Sinn macht. Also hier ist das ja wirklich wie so ein kleiner Rahmen um die beiden drum. So, fertig sind unsere Bilder und ich bin total happy. Es ist wirklich total cool geworden. Ich bin begeistert und vor allen Dingen, ihr könnt total kreativ werden. Ich habe ja schon gesagt, ihr könnt andere Wolle nehmen, ihr könnt irgendwie was ausdrucken und das mit Nägeln nachmachen und dann halt die Fäden da durchziehen. Also wirklich, seid kreativ. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr gerne mit Stringart machen würdet, ob ihr das Ganze nachbaut. Das interessiert mich sehr. Und ja, diese Woche geht es um Mach mal schöner hier auf dem Kanal. Und ich habe zusammen mit Julia unsere neue Halle schöner gemacht. Moritz hat das gleiche versucht, mit Isabel auch zu machen. Das hat so mittelgut geklappt, würde ich mal behaupten. Aber macht euch selber ein Bild davon. Schaut vorbei im neuen Video hier auf dem Kanal.